Und damit willkommen zurück zur Pokémon Smaragd Nuzlocke. Direkt zu Anfang muss ich sagen, ich bin ein bisschen pissig. Ich habe keinen Plan, was im letzten Part abging und wieso das Gameplay an manchen Stellen halt so gehangen hat. Aber wenn das in diesem Part jetzt wieder passiert, dann kann mich OBS echt mal, dann muss ich das Aufnahmeprogramm wechseln. Gut, damit kommen wir direkt zum nächsten Problem, was hängt. Ja, wer jetzt schief gedacht hat, der hat Pech, weil mein Rettern ist es nicht. Seit heute Morgen ist mein WLAN irgendwie derbe langsam und ich habe keine Ahnung, was da los ist. Jetzt kann ich schauen, wie ich das mit der Verbindung hier überhaupt hochlade. Grüße gehen dabei raus an 111 Marcel Davis. Ich hasse euch. So, weiter geht's. Ich habe ein bisschen offscreen gelevelt, damit wir mal ein bisschen schneller durchstarten können. Oh, sorry, ich habe mich verdrückt. Gehen wir mal runter. So, Gerd haben wir jetzt mittlerweile auf Level 8. Ich glaube, er hat keine neuen Attacken gelernt. Nein, hat er nicht. Flamly hat aber... Haben wir auf Level 10 jetzt. Er hat Glut gelernt. Das ist natürlich perfekt, dass wir mal einen anständigen Stab auch mal haben. Wurm habe ich mal nur auf 6 gemacht. Er hat den Giftstachel gelernt. Wir machen mal die relativ guten Attacken alle nach oben. Ich würde aber jetzt auch sagen, wir machen jetzt auch direkt mal mit der Story weiter und gehen in die Arena rein, weil wir haben nämlich überhaupt kein Geld mehr. Letztens hat so, im letzten Part hat so ein Idiot sein ganzes Geld für Pokébälle verdoppelt. So, das ist die Arena vom Fati und wir brauchen Taschengeld. Jetzt würde ich auch sagen, wir holen uns unser Taschengeld. Wir sind allein mit dem, okay, gehen wir mal rein. Ja, wenn das nicht Steff ist, dann habt ihr also den Umzug beendet. Ne, ach, als ob du das nicht schon gewusst hast. Ich bin überrascht, dass du ganz allein hierher gefunden hast. Oh, so ist das. Du hast in Pokémon... Du hast... Was? Du bist in Pokémon-Begleitung. Immer noch selbe Problem wie im letzten Part. Der Bildschirm ist einfach nur scheiße. Ich glaube, du wirst einmal in meine Fußstapfen als Trainer treten. Oh, glaub mir, Typ, ich hab dich schon so oft platt gemacht. Steff, jo, super. Das sind großartige Aussichten, ich kann es kaum erwarten. Jetzt kommt hier der rein. Ah, der sieht hier noch ganz anders aus. Ich hätte so gern ein Pokémon, bitte. Vater, wie du, ach gut, du bist Heiko und ich auch. Was ist das für Dialoge, Junge? Ich werde meine Verwandten in Wiesenflur besuchen. Ich glaube, ich werde mich da doch einsam fühlen. Daher, was, warum fühlt er sich schon einsam, wenn der Verwandte besucht? Was für Leute um dich rum, Typ? Hat er nicht normal in Omega Rubin Alpha Saphir irgendwie grüne Haare oder so gehabt? Mal ein bisschen weiter. Aber ich habe noch nie eines gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, dann zeige ich dir das jetzt. Ich bin da der Beste. Meisterball. Her damit. Oh, ich verstehe. Steff, hast du das gehört? Nee, ich stehe direkt neben dir, Digga. Hilf doch bitte Heiko dabei, ein Pokémon zu fangen. Heiko, hier, ich leihe dir mein Pokémon. Was kriegt er eigentlich schon mal geliehen? Schon Zickzacks war. Ja, siehste. Zickzack erhalten. Oh, wow, ein Pokémon. Ja, dann nimm doch lieber das. Ich gebe dir auch diesen Pokéball, dann leg los. Oh wow, danke schön. Komm jetzt los. Steff, kommst du wirklich mit mir? Nee, ich will eigentlich die Story weiterspielen. Oh, tut mir jetzt leid, aber ich mach mir nebenbei eine Zigarette an. Ich habe auch einen Kaffee hier stehen, weil ich habe ultra Kopfschmerzen. Bin müde, das wird ein richtig lustiger Part. Ich hoffe, ich bekomme Ausraster. Pokémon verstecken sich im hohen Gras wie diesem hier, oder? Bitte bleib hier und schau, ob ich... die auch richtig fange. Jetzt ist das Lustige. Was haben wir hier bekommen? Ein Wampel auf der Route, stimmt's? Ja, ein Wampel war's. Und der bekommt jetzt einfach mal... Boah! Das, was ich die ganze Zeit haben wollte. Oder ein Luturzel hätte ich halt gern gehabt. Aber hier, ein Trassler wäre natürlich ultra geil. Ein wildes Trassler erscheint. Los, Zickzacks. Welches Level hat das? 7. Okay. Höher als mein Wampel. Ey, ich weiß gerade gar nicht, wann entwickelt sich Wampel. Vielleicht kriegen wir das noch in diesem Part hin. Wir können ja mal schauen nachher. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt kommen. Wie weit ich die Aufnahme machen kann. Weil ich muss gucken, dass ich jetzt auch auf jeden Fall in so einer Länge bleibe, dass ich das halt überhaupt hochladen kann. Das wird ein richtiges Problem nachher. Ich denke, ich mache das die Nacht, wenn ich schlafe. Also wir haben jetzt Samstag. Ich wollte eigentlich vorgestern schon den Part aufnehmen. Und dann jeden zweiten Tag eine neue Folge von der Smaragd rausbringen. Das kann ich jetzt, glaube ich, erstmal dieses Wochenende nämlich vergessen. Weil mit dem WLAN komme ich nicht mal auf Facebook rein. Super. Jetzt setzt er seinen Pokéball ein. Moment, ich muss gerade hier was öffnen, weil wir fangen gleich auch noch einen Encounter. Und wie ich es im letzten Part schon gesagt habe, benenne ich die halt nach den Kommentaren, also nach den Nutzern. Nicht nach den Kommentaren, wie ist das denn? Steff, danke schön, lass uns zurück zur Arena gehen. Ja, bitte, aber direkt, danke. Und, hat es geklappt? Jo. Danke, ja, wunderbar. Hier haben sie ihr Pokémon zurück. Nimm doch einfach beide. Geradax brauchst du eh. Ich habe nichts, was irgendwie nachher Surfer und so kann. Ich hoffe, ich krieg da was. Wenn nicht, muss ich was fangen.
Das landet dann immer wieder auf der Box. Wir dürfen das in Kämpfen nicht benutzen, halt für Zerschneider, Stärke und diese ganzen VN-Sachen. Ah, hier ist das Problem auch. Man kann die TMs nur einmal benutzen. Also hier muss ich richtig aufpassen, was ich mache. Danke, Steff, dass du mit mir gegangen bist. Oh, Junge. Ich verspreche, ich werde mich gut darum kümmern. Ja, du Arsch hast einen Gardevoir. Hätte ich auch gerne. Oh, meine Mama wartet sicher schon auf mich. Ich muss nach Hause. Ich dachte, du fühlst dich dann einsam, wenn du weg bist. Hoffentlich sehen wir uns nie wieder. Steff, wenn du ein guter Trainer werden willst, hier ist mein Rat. Geh nach Metaros City, gleich hinter diesem Ort. Dort solltest du die Arenaleiterin Felicia herausfordern. Ja, machen wir auch. Aber ich glaube in diesem Part nicht, ich bin unterlevelt. Immer noch. Suche danach die anderen Pokémon-Arenen auf und besiege die Leiter. Sammle die Orden die der verschiedenen Arenen. Verstehst du? Ja, habe ich vor. Ja, du redest mir gerade zu viel, ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, was hat er nochmal für ein... ich will nichts spoilern, hat sich erledigt. Lassen wir das mal weg. So, wir gehen jetzt direkt... Ah ja, stimmt. Ah, entschuldige bitte. Lass mich raten, deine Kleidung verrät mir, dass du ein Trainer bist. Habe ich recht? Jo, bin ich. Nun vielleicht auch nicht, deine Kleidung ist noch relativ sauber. Entweder bist du gerade erst Trainer geworden oder bist einfach ein ganz normales Kind. Willst du mich verarschen? Nur ohne Scheiß, willst du mich verarschen? Ich reise durch das Land immer auf der Suche nach talentierten Trainern. Tut mir leid, wenn ich dich aufgehalten habe. Komm zurück, Junge, ich will direkt... Ich darf nicht spoilern. Gerade erst Trainer geworden, ich spring dir gleich ins Gesicht, Kumpel. So. Ich hoffe jetzt, wir kriegen ein Wingull. Ich weiß gar nicht, was es hier sonst gibt. Betet einfach für ein Wingull. Und? Haben wir schon, zählt nicht, dürfen wir überspringen. Gerd gegen Gerd. Wir besiegen den jetzt nicht. Ich will mir die KP halt für den... Was? Achso, Schlag gerade. Ich will mir die KP für den Wald gleich aufsparen. So, jetzt. Bitte kein Fevien. Oh! Digga! Ist ja noch besser als ein Wingull. Den müssen wir machen. Den brauche ich. Her damit, her damit. Bitte keine Crits gegen mich. Wir wollen jetzt einfach nur einen Meryl fangen. Das ist ja mal mega geil. Wow. Das war aber knapp, ey. Ein Nikla kommt. Das ist jetzt mal richtig geil. Ich glaube, der kann zwar hier noch keine Bauchtrommel, muss ich ihm eh beibringen. Du kriegst sogar einen Premierball. Komm, ich bleib jetzt auch drin. Ich brauche keine Scheiße. Egal, komm. 1, 2, 3. Ja. Perfekt. Das ist ja mal richtig geil. Das ist zwar ein Weibchen, aber... Ach komm, Mama. Dann machen wir den ersten Spitznamen. Ich habe mich letztes Mal hier schon mit dieser Tastatur rumgeekelt. Wie geht's weiter? Leertaste bitte. Ah, hier. Wie mach ich wieder groß? Was geht hier ab, Mann? Da haben wir den ersten Namen, Manael. Den gucken wir uns auch, also nein, sie gucken wir uns jetzt auch direkt mal an. Ah, ernstes Wesen. Aber Kraftkoloss, das ist gut. Das ist richtig gut. Was hast du so? Tackle? Jo. Aber steigert den Angriff, ne? Mhm. Wie ist das hier mit den Werten? Das ist ja klar. Generation 3. Ja, kann man sich geben, auch wenn es hier noch keinen Feentypen gibt. Aber das ist auf jeden Fall besser als irgendein Wingull. So, wir gehen jetzt erstmal heilen. Kein Bock hier auf Stress gleich. Da, Pokesender. Ah, stimmt, hier kann man ja nicht drin laufen. Ja, heil sie bitte. Wir wollen nämlich weitergehen. Mal schauen, vielleicht mal bis zur Arena, aber dann müsste ich offscreen irgendwie leveln. Mal gucken. Na, erst bei 9 Minuten, glaube ich, oder 10. Ich weiß nicht, ich gucke jetzt gerade nicht hin. Ich will halt hier weiterspielen. So, dann laufen wir jetzt auch direkt mal weiter. Hier oben kommt gleich ein Trainer, den holen wir uns mit. Bitte, wollte ich doch gerade sagen. Ah, hätten auch ein Schwalbini bekommen können, aber nö. Meryl ist voll okay. Besiegen wir jetzt auch mal nicht, gehen auf Flucht. Also Angsthase ist auf jeden Fall gut. Aber hier wird eh nichts kommen, was irgendwie höheres Level hat als wir. Dein Ernst? Oh, ein Shiny wäre aber jetzt nice gewesen, dann dürften wir das auch fangen. Zählt ja als extra. Komm, lauf. Bären! Ich muss mir das irgendwie aufschreiben oder so, dass wir auf jeden Fall noch
vor den stärkeren Kämpfen den Pokémon irgendwas zum Tragen geben, sei es eine Beere oder Überreste haben wir ja noch nicht, da müssen wir wohl die Beeren nehmen. So, wir besiegen jetzt den Trainer, der hier kommt. Ist es eine Sie hier? Steht hier nicht nochmal ein Typ in Rubin-Saphir? Ja, okay, jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Oder steht der nachher oben? Ich weiß es nicht, wir gucken jetzt zickzacks. Ja, ein Level höher. Ist nicht. Wieso outspeedet der? Ah, gut. Ich Idiot. Ich bin ein Idiot. Keine Crits bitte. Nur für uns. Oh, dein Ernst. Ich will jetzt auch nicht vorspulen. Ich habe so Angst, dass es halt wieder leckt. Und es tut mir auf jeden Fall leid. Sollte es nochmal. Top-Genesung. What the fuck? Sollte es irgendwie nochmal hängen? Ich weiß nicht. Ich mach nochmal einen Tackle. Guten Schlag. Sollte es nochmal hängen, dann tut es mir auf jeden Fall total leid. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe die Einstellung komplett auf Standard jetzt wieder gesetzt. Ich habe sie beim letzten Mal ein bisschen höher gehabt. Aber es hat halt an relativ vielen Stellen sogar, habe ich gesehen, gehangen. Und das ist mir erst während dem Schnitt aufgefallen. Aber ich habe gedacht, ich muss es hochladen. Ich kann es ja nicht neu machen. Wenn ich es neu mache, ist ja komplett alles anders. Ich habe nicht aufgepasst. Was hat er gemacht? Habe ich einen Rutenschlag schon abbekommen? Wir bleiben jetzt einfach mal... Das macht nichts. Gehen raus. Ja, das ist so EP-Verschwendung. Komm, wir versuchen, einen Crit zu bekommen. Oh, lass doch den Heuler weg, es nervt. Komm. Mein Gott, ernsthaft nochmal. Nein, jetzt gehen wir raus. Ich meine, es ist ein Merrill, aber ich habe keinen Bock, hier nachher einen Crit zu bekommen und wir sind weg. Oh, danke. Ja, perfekt. Ich habe nichts gesagt. Schneiden wir raus. Nein. Ja. Level Up wäre ja auch zu geizig, oder wie? $1400. Ey, Papa hat uns gar kein Taschengeld gegeben. Arschloch. Ups. So, da sind wir. Der Blütenburgwald. Hier haben wir auch einen Encounter. Und ich bete, dass wir einen Knilz bekommen. Bitte. Oh, direkt im ersten Gras. Nicht schlecht, Herr Specht. Und? Panikon, dein Ernst. Ich will kein Panikon. Kann der irgendwas? Der kann wahrscheinlich jetzt auch nur Härtner dann, ne? Dann gehen wir jetzt die ganze Zeit auf Tackle, Junge. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist wieder ein Weibchen, ist ja klar. Ja gut, es kann auch sein, dass ich nachher, wenn ich jetzt nur Weibchen fange, auch die männlichen Kommentare halt nach dem benennen muss. Also, seid ihr ein weibliches Pokémon? Tackle? Oh nein, nein, nein. Ah, danke. Ich habe halt Schiss, dass wir jetzt gritten. Aber der kann wohl auch keinen Tackle, deswegen werfen wir jetzt einen Ball. Ich hoffe, er bleibt auch direkt drin. 20 Pokewelle sollte aber okay sein bis zur nächsten Stadt. Ah, Entschuldigung, ich trinke nebenbei meinen Kaffee. Was? Ach komm, bitte. Das ist doch nicht dein Ernst. Wir gehen jetzt nochmal auf den Tackle. Bitte kein Crit. Bitte. Dankeschön. Roter Bereich, so. Ja, du und dein Härtner. Kann ich auch. Nur besser. Haha, jetzt dürft ihr schief denken. So, Pokéball kommt. Komm, bleib einfach nur drin. Du wirst Ego. Ist das dein Ernst? Jetzt, der ganze Part hier geht mit einem Panikon, oder wie? Och Gott, ich mache jetzt noch einen Tackle. Aber wenn das ein Crit ist, der ist weg. Tackle. Ist das dein Ernst? Willst du mich verarschen? Ja, genau. Junge, 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 komm. Wackel. Eins. Zwei. 3. Dankeschön. Junge, Junge, ey, das ist doch nicht dein Ernst. Tut mir leid. Bekommt jetzt den Spitznamen. Aber ich weiß nicht, ob ich es spielen werde. Auch, dass man immer diese Leertaste suchen muss, da. Ich will groß machen. Danke. Nein. So, perfekt. Dina O. Komm, wir gucken uns den mal an. Machen wir bei jedem Fang. Kann ich mich eigentlich jetzt direkt wieder heilen gehen wegen... Junge, Junge, fresh. Super, Härtner. Was ist denn los heute? Ich will dich. Wir gehen, wir tauschen jetzt direkt mal zu Wurm. Machen hier gleich Wumpel gegen Wumpel. Oh, okay, ja, muss ja. Los, los, mein Käfer-Pokémon-Team. Ja, dann hau mal rein mit deinem Käfer-Pokémon-Team. Hab ich ja jetzt auch schon fast. Ach, 4 Pokémon. Wumpel.
Level 3, super. Da geht unser Wurm auch durch. Bin ich bekloppt? Das macht nichts. Ah, komm, wenn man Giftstachel der Hoffnung, wir kriegen die Poison, dann geht's halt flotter. Ist zwar kein Step, aber scheißegal. Das wird jetzt richtig lange dauern. Tut mir leid, aber ich brauche die EP. Gib doch einfach nur die Poison. Jetzt komm, Giftstachel und Poison bitte. Vergiftet? Nein. Oh, Junge. Machen wir hier gleich noch einen Safcon-Kampf oder was? Sorry. Komm, wir wechseln raus. Wenn es jetzt keine Poison gibt, gehen wir raus. Das können wir nicht bringen hier. Jetzt kann ich den Part einfach nur Wampel nennen. Einmal noch. Komm, weißt du, lustiges. Nein, ist es nicht. Es ist frustrierend. Komm. Bitte, bitte, bitte. Jetzt können wir noch killen. Fadenschuss kommt. Das ist das langsamste Wampel ever. Ich habe sogar das Wesen vergessen. Ja, Leute, wir sind schon bei 15 Minuten. Wir haben nichts erreicht. Das wird richtig lang hier, das komplette Let's Play. Wir müssen überhaupt schaffen. So, jetzt kill ihn. Jetzt kriege ich auch wahrscheinlich richtig schreckliche EP. Das geht. Wampel. Yep. Bist du wenigstens höher? Nein, ey. Das, Leute, das machen wir jetzt nicht nochmal. Auf keinen Fall. Jetzt ist die Frage. Machen wir mal eine Elma ein bisschen. Wer ist. Also ist natürlich perfekt bei einem gewissen Arena-Leiter später. Je nachdem, wie ich Lust habe. Komm, Mama, länger. Aber ich müsste halt leveln, das ist das Problem, weil so kann ich auf keinen Fall zu einem Arena-Leiter gehen. Mach bitte Damage. Es ist okay. Es wird trotzdem wieder dauern. Diese Animationen, komm. Kannst du nicht einfach mal angreifen? Mit einer normalen Attacke natürlich, die Schaden macht. Aber ich sollte mich nicht beschweren. Warum hat das jetzt so viel gemacht? Hä? Ich bin überfordert wieder. Der nächste Fadenschuss. Super, macht richtig Spaß so. Wir gehen auf jeden Fall zur ersten Stadt und gucken, wie weit wir halt so heute kommen. Ich traue mich halt jetzt wirklich nicht so zum Arena-Leiter. Ansonsten muss ich halt wirklich ausnahmsweise mal einen Cut machen. Und leveln. Ich wollte mich halt jetzt nicht so übertrieben krass leveln. Wieso habe ich ihn jetzt nicht gewechselt? Ah, egal. Komm, bleiben wir drin. Killen wir, holen die EP, gehen auf Level 6. Gib doch mal einen Crit, bitte. Wir haben zwar schon einen gehabt, aber... einen anständigen jetzt mehr, damit das mal vorangeht. Ich nenne den Part, glaube ich, wirklich Wampel. Alter Vater. 2 KP. So, jetzt kriegen wir auch unser Level ab, oder? Yep, perfekt. Einfach mal Nuller. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Routenschlag erlernen, perfekt. Freue ich mich richtig. Hier kommt Wampel. Level 3. Hört man das, dass ich keine Lust habe? Wir gehen jetzt auf Flamly und hauen das direkt weg. Das nervt. Wir müssen weiterkommen. Jetzt machst du Tackle, oder was, du Arsch? Blut. So, du bist weg. Vernichtet. Brennende Raupe und Schuss. Käfersammler, das ist so ein Witz hier wieder. Ich hasse diese ganzen Käfersammler in allen Spielen. Mit ihren Wampelraupi. Oh Gott, ey. Und was kommt jetzt? Ja, guck mal, ein Schwalbini hätte ich auch gern gehabt. Ist nicht mehr... Jetzt ist Wurm drin, da kann ich nicht fliehen oder was. Ich hab's vergessen, sorry. Wobei, komm, wir holen die EP mit, weil ich glaube, hier kommt jetzt eh nichts Brutales mehr im Wald. Wäre jetzt auch eine Kunst, wenn wir hier ein Pokémon verlieren. Energiefokus. Du musst jetzt sterben. Ich habe keinen Bock, dass du uns hier wegrittest. Blut. Ja, okay, gut, wir sind 5 Level höher. Denke ich mir überhaupt hier. Item bitte? Trank? Okay, auch okay. Besser als nix. Oh Mann, dass ich jetzt nicht gelaufen bin. Wenn das jetzt ein Shiny wäre, das wäre nice, aber ich glaube, da würde ich das andere ablegen. Wir wechseln wieder. Wir wechseln wieder zu Flamel. Aber wisst ihr was, Leute, mal den Part hier länger. Ich habe ja auch am Anfang ein bisschen mehr gequatscht. Hast du lebst noch? Dann gucke ich gleich, wie ich das mit dem Level mache. Mach einen Cut irgendwie oder so rein, ich weiß es noch nicht. Und dann hauen wir uns hier richtig durch. So, jetzt lasse ich das Gras aber mal weg.
Wer bist denn du? Was machst du? Hallo? Kein einziges zu finden. Ja? Du hast nicht zufällig einige Pokémon namens Knilz hier gesehen. Ich liebe diese Pokémon. Nein, habe ich nicht, aber ich habe einen blöden Käfer wieder gefangen. Cool, ne? Oh. Ich wollte dich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trödelst wohl auf ewig im blöden Burgwald herum, oder? Das Warten macht mich ganz krank, also hier bin ich. Hey, du. What the fuck? Forscher von Devon. Gib sofort die Papiere her. Warum bist du mit Papieren im Wald? Attacke, was? Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Du musst mir bitte helfen. Huch, was machst du da eigentlich? Was? Du schützt ihn, ja? Sieht man wohl, oder? Niemand, der sich Team Aqua in den Weg stellt, kann auf Gnade hoffen. Niemand. Los, kämpf gegen mich. Geil. Aqua Beste. Die Musik geht auch steil, oder was? Eine Herausforderung von Team Aqua, Rüpel. Was hat er? Vivian. Okay. Boah, Level 9, Digga. Level 9, Digga. Ja, nee, wir spielen safe. Ich habe keinen Bock, dass hier jetzt was stirbt. Flame kommt rein. Ah, Sandwirbel, so einer bist du, oder was? Wir gehen auf die Glut und treffen. Perfekt. Wird aber eh ein Doppelkill, ja. Was machst du? Hör auf mit dem Sandwirbel. Nachher trifft hier nichts mehr, oder was? Was bist du für einer? So, tschüss. Hau ab. Gut, dann wurde besiegt. Oh, Level 7. Ich glaube, er entwickelt sich jetzt auch. Aber die Werte sind halt voll zum Arsch, ne? Du hast mich geleimt, du bist starker. Mach kein Dinger. 180 Poké-Dollar, super. Das war wohl dem sein Monat schon. Worum entwickelt sich, Leute? Bitte nichts doppelt, bitte nichts doppelt. Wobei ich schon wieder vergessen habe, was wir gefangen haben. Bitte nicht doppelt, bitte nicht doppelt. Es ist doppelt. Nein. Ich will kein Panikon. Warum tut ihr mir das an? Und er hat nur erlernt. Oh Gott, jetzt bist du kein Wurm mehr. Du hast vielleicht Nerven, dich mit Team Aqua anzulegen. Los, kämpfe noch einmal. Das würde ich jetzt zu gerne sagen, aber ich habe keine Pokémon mehr. Außerdem sind wir Team Aqua auf dem Weg nach Metaross City. Was willst du da? Für heute lasse ich dich gehen. Ja, du musst mich gehen lassen, du hast keine Pokémon. Wobei, du bist ein Erwachsener, du könntest mich kaputt hauen. Das war aber mehr als knapp. Dank dir konnte ich mir diese wichtigen Papiere... Ach, konnte er mir diese wichtigen Papiere nicht rauben. Ich weiß, ich gebe dir diesen Superball als Dankeschön. Ja, danke. Toll. Wir kriegen nachher noch einen Encounter, ist gut. Ja, nach Metaross City wollen die, okay, sorry, ich habe gerade nicht gelesen. Oh, das ist ein Notfall, ich darf keine Zeit verlieren. Ja, hau ab bitte, damit ich laufen kann. Dankeschön. Wurm hat sich entwickelt, deswegen würde ich jetzt gerne mal tauschen. Mit Mana ein paar EP bekommt. Lina, tut mir leid, aber ich weiß nicht, ob ich dich im Team lassen werde. Also ich denke mal schon, dass du das hier jetzt hörst. Aber vielleicht kommst du ja wieder. So, machen wir weiter. Trainer. Was hat er mit Käfer-Pokémon in der Schule geredet? Oh, Entschuldigung, Instagram hat gerade gespammt. Ich hab mal kurz Internet ausge... Oh, den Kader hätte ich aber auch gern gehabt. Ohne Scheiß jetzt. Gehen auf Tackle. Aber er ist Ulti, ne? Oh Mann, komm, mach, lass das doch sein! Hört doch auf, hier die ganze Zeit aufzusetzen, es nervt. Ich will einfach nur durch den Wald. Tauschen. Flame kommt rein. Der Kratzer. Juckt mich nicht. Und tschüss. Komm nie wieder, Junge. Oh Gott, es dauert einfach so lange. Es tut mir leid, Leute. Aber Level 11? Noch 5 Level. Ich meine, ich könnte jetzt auch eigentlich vorspulen, aber dann hätte ich halt Angst halt, dass das halt wieder leckt. Wir bleiben drin, wir wollen vorankommen. Also ich habe dann Schiss, dass es dann halt wieder leckt. Gameplay dann wieder für den Arsch ist. Und wir gehen zum Arenaleiter danach. Ich werde gleich einfach einen Cut reinsetzen hier. Den Arenaleiter machen wir auf jeden Fall. Oh nein, ich will das Item holen. Oh Mann, oh. Verpiss dich. Besiegen wir den? Nein. Doch, komm. Gibt gute EP. Also für den Anfang jedenfalls gute EP. Wir brauchen alles, was wir mitholen können. Ich guck gerade, ob man die Aufnahme pausieren kann. Das wäre natürlich jetzt 1A.
Nee, muss ich stoppen und dann. Oh Gott, da muss ich so einen Cut reinsetzen, okay. Das ist mehr Arbeit, aber ist egal. Machen wir dann halt so. Level 7. Ja, ich habe die Werte nicht geguckt, scheiße. Gucken, ob er diesmal auch wieder plus 0 bekommen hat. Äther. Zählt als Trank, aber ist okay. Wir haben keinen Zerschneider, also gehen wir weiter. Wir holen uns aber jetzt direkt die Beeren. Nein, den Encounter gleich hier hinterm Haus. Muss gerade auch kurz überlegen, irgendwo konnte man. Lass mal gerade mit dem Encounter warten. Wir holen jetzt kurz die Sinnelbeeren. Ja, hol die Beeren, Dankeschön. In dem Haus kann man, glaube ich, entweder Beeren oder eine Kanne bekommen. Ja, mein Name ist hübsch. Ja, ich will es über Beeren lernen. Aber ich glaube, ihr wollt nichts über Bären lernen. Deswegen drücken wir jetzt einfach weiter und holen uns. Was kriegen wir eigentlich? Kriegen wir jetzt Bären oder eine Kanne? Ich weiß nicht. Du gibst mir nichts. Du gibst mir nichts. Ist das dein Scheiß Ernst? Du aber. Hallo. Ich hab Blumen gerne. Ja, hier Weimarkanne, da ist sie. Damit kann man halt Beeren pflanzen am nächsten Tag, aber das bringt leider nichts, weil hier irgendwie die Zeit-Events nicht funktionieren. Ist halt ein Emulator gerade. Kann man halt Beeren pflanzen, am nächsten Tag hätte man Beeren. Also die Kanne war, glaube ich, gerade sehr unnötig. Gibst du Beeren? Dankeschön. Maronenbeere brauche ich aber ehrlich gesagt gerade nicht. Oh, lass es doch bitte. Ich will keine Süßigkeiten. Oder doch, nee, ich habe Smarties hier. Erst lieber meine Smarties. So, Encounter. Erstmal den Item. Trank, perfekt. Hab keine Ahnung, was man hier bekommen kann, aber let's go. Let's go. Ja. Jetzt kommt ein Wingull. Ich freue mich. Wobei Wingull ist sogar sehr gut. Weil später kriegen wir eine schöne TM. Dann haben wir Regentanz. Und Meryl haut alles kaputt. Der macht einfach mal alles am Arsch. Jetzt, noch lass es doch sein mit Heuler. Wir wollen dich fangen. Hey, guck mal, der ist sogar Mensch. Das passt ja dann auch. Oh, ist das dein Ernst? Natürlich outspeedest du mich auch. Machen wir noch einen Tackle? Nein. Werfen Pokéball erstmal. Zwei. Drei. Da. Was? So einer bist du? So einer bist du also. So, Pokéball. Nehmen wir noch keinen Cut. Wobei doch, wir machen jetzt hier, wenn ich den gefangen habe, den Namen gegeben habe, machen wir den Cut. Und ich gehe kurz leveln. Dann machen wir direkt weiter. Wir machen den Arena-Leiter auf jeden Fall noch. Und Encounter kriegen wir heute eh nicht mehr. Das ist der letzte jetzt auch für diesen Part. Was ist los mit dir? Bleib doch einfach drin, Kumpel. Heuler, ey, du. Tut mir leid. Grüße gehen raus. Hier kommt der Superball. Jetzt bleib einfach nur drin. Und, ey, wehe. 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 Dankeschön. Ist doch ein Witz. Muss mal kurz hier YouTube-Kommentare durchgucken. Wir hätten sogar noch zwei, okay? Ja, okay, machen wir so. Pokédex-Eintrag, ja. Spitzname. Boah, ich hasse diese alte Tastatur. Passt das überhaupt? Nein. Wollte eigentlich Drachenspalte eingeben. Aber steht ja noch ein anderer Name davor. Ist ja auch super. Ey, Drachenspalter wäre so geil für den Winkel gewesen. So. Drogo ist da. Fertig. So, dann würde ich auch gleich direkt mal sagen, bis gleich. Ich mache jetzt gerade einen Cut. Gehe ein bisschen leveln, dann sehen wir uns hier gleich wieder. So, und da sind wir auch wieder. Ich habe jetzt ein bisschen gelevelt. Ein bisschen lange sogar, um ehrlich zu sein. Das hat richtig lange jetzt gedauert. Dann gucken wir uns jetzt mal auch unseren Pokémon an. Ich weiß nicht, was für ein Level der Arena-Leiter hat, aber ich denke mal, es dürfte hier so um den Dreh sein. Ich glaube, er hat auch ein, zwei Level höher. Wurm ist jetzt auf 8, habe ich jetzt nur ein Level gemacht. Ich glaube, es sind fast zwei, nee. Flamly ist auf 11, da habe ich jetzt nichts gemacht, aber fehlen noch nur 53 EP bis zum nächsten Level. Manael ist Level 11, hat auch die Aquaknarre gelernt, also ich bin relativ guter Dinge. Gerd haben wir auf 10, der hat leider nichts gelernt.
Lina habe ich halt noch so gelassen, habe ich nichts gemacht. Drogo habe ich auf 10 hochgezogen. Hatte sogar die Aquaknarre, also als ich den gefangen hatte. Jetzt würde ich auch direkt sagen, wir gehen weiter. Aber lasse ich jetzt Wurm oben? Oder wen soll ich am besten leveln? Wir nehmen den Starter nach oben, damit wir jetzt schnellstmöglich zur Arena kommen, weil ich will weiterkommen. Das Leveln, das hat mir gerade gereicht. Und wir ziehen jetzt auch direkt durch. Aber bist denn du, Typ? Ich hab dich überhaupt nicht nachher heraus. Ich habe eine Menge Geld. Okay, ich will kämpfen. Eigentlich wollte ich gerade ignorieren, dir ins Gesicht spucken und weitergehen. Zickzacks, okay. Und schnöse René. Ja, jetzt sind wir ein bisschen überlevelt hier auf der Route, aber das wird sich nachher ändern. Glaubt mir. Es wird sich ändern. Mikrofon gerade wieder richten. So. Oh, ihr mit euren Heulern. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob das alte Gameplay, also von eben, gehangen hat oder nicht. Habe jetzt einfach direkt weitergemacht, damit wir vorankommen. Tut mir halt leid, wenn es jetzt in diesem Part nochmal so ist. Dann werde ich definitiv das Aufnahmeprogramm wechseln. 1400 Poké-Dollar. Danke dafür, du Vollidiot. Hä? Wow. Na, wer bist denn du? Soll ich oder soll ich nicht? Oh, hoho, was hast du vor? Kämpfen. Zeitverschwendung vom Feinsten. Tut mir leid, Leute. Weiter geht's. Loturzel, okay. Hätte ich auch gerne gehabt, aber man kann nicht alles haben. Aber okay, Winkerl ist auch nice. Habe ich wenigstens was, was fliegen kann. Glut. Level 6. Ja, das wird jetzt hier einfach bis zur Arena. Also tatsächlich ist sogar nichts gestorben während dem Level. Ich habe halt immer einen ausgewechselt, deswegen hat das so lange gedauert. Immer dann das höchstgelegene Level. Dann habe ich hab sogar auf Route 2 trainiert. Zickzacks. Mit Heuler. Nein, es war Rutenschlag. Vivien hatte Heuler gemacht. One Hit, yo. Ich glaube, Flamel entwickelt sich auf 16. Das dauert ja noch ewig. Weil ein Jungglut wäre richtig gut für die Arena. Jetzt bitte keine Trainer. Ah, Doppelkampf. Das ist dein Ernst, Doppelkampf. Wen leveln wir mal hier noch? Jetzt bin ich überfordert. Ich weiß auch nicht, was sie einsetzen. Wir lassen es so. Kann ja nichts passieren. Wir sind Zwillinge und kämpfen auch mit unserem Pokémon zusammen. Ja, dann mach das. Das sind Kinder. Warum habt ihr schon Pokémon? Was setzen die ein? Ich hab nicht geguckt. Samurzel und Loturzel, okay. Dann haben wir ja die perfekten Pokémon gewählt. Du gehst auf Glut und du machst einen Giftstachel auf Loturzel. Nee, umgekehrt. Glut auf Loturzel, Giftstachel, so. Batz! Er überlebt es einfach. Er überlebt es einfach. Ja, genau, jetzt kriegen wir hier eine Poison. Das ist doch ein Witz. Was mache ich hier? Geduld, okay? Geduld. War das nicht so in der ersten Generation, dass Rocco einen Kleinstein mit oder einen Onix mit Geduld hatte? Das war ja mal voll der Cancer. Ich bete, dass das nicht hier jetzt auch gleich so kommt. So, jetzt stirb einfach bitte. Dankeschön. Wir wollen zur Arena. Weil wir haben Bock zu kämpfen. Flamly erreicht Level 13. Perfekt. Oder war es schon Level 14? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, war Level 16. Diesen besonderen Trainer hier überspringen wir. Die Bären lassen wir jetzt auch mal for safe hier. Bären, by the way. Bären, Bären. Bevor wir das vergessen. Flamly bekommt eine Beere. Weil wir mit dem eigentlich nicht viel machen können. Wir haben 6 Sittelbären. Wir müssen aufpassen damit. Du bist ein MVP in der Arena. Bekommst eine Beere. Drogo bekommt auch eine Beere. Geben. Was haben wir denn noch für Bären? Was können die alle? Ja, das bringt ja nichts. Das bringt einfach nichts. Ja. Wir lassen es mal so. Wir wollen es ja ein bisschen spannend lassen. Ich weiß halt nicht, was jetzt auf der Smaragd... Ich habe es total vergessen. Ich habe ewig keine Smaragd mehr gespielt. Und dann bin ich auch wirklich einfach durchgegangen. Was der Arenaleiter, beziehungsweise ist eine Sie, was sie jetzt für Pokémon einsetzt. So, wir heilen uns. Oh, das kann einen geben, Leute, das kann einen geben. Wir gucken jetzt auch mal direkt, wer leadet in der Arena. Lassen wir den Starter für die EP.
Dann bekommen wir nachher voll einen auf die Mütze. Oh, ich bin überfordert. Wir wechseln mal hier gerade alles aus. Nach was brauchen wir? Drogo ist auf jeden Fall neutral für die Arena. Weil der Flugtyp, der wird schmerzen. So, wir gehen direkt hin. Dann sage ich auch, warum es schmerzhaft wird. Es ist nämlich eine Gesteinsarena. Und ich habe keinen Bock, dass Drogo direkt stirbt. Ein Pelipper wäre nämlich richtig geil. Unterschätze die Trainer einer Arena nicht. Ich zeige dir, warum wir die Besten sind. Ja, du bist die erste Arena. Die Besten seid ihr nicht. Vielleicht im Late Game, ja. Dann habt ihr bessere Pokémon. Wie heißt der Gastodon? Gastodon, ach so. Kleinschein. Level 10, okay. Ich hätte jetzt gedacht, ihr seid höher. Ja, dann bin ich über Level. Da können wir auch hier drin bleiben, auf die Glut gehen. Oder auch nicht. Burn? Burn? Nein, Tackle. Kannst du keine Gesteinsattacken? Ja, dann Glut. Weiter. Zwei Hits, du bist nämlich raus. Ja, genau, ein Burn. Hätten wir auch beim Arena-Leiter nachher bekommen können. Junge, Junge, Junge. Mit Chip Damage. Wir machen noch eine Glut. Ich glaube, du überlebst aber noch eine. Ja, gut, aber der Burn, der killt dich. Tackle kommt. Ach, 3 KP, Junge. Ja, gut, Leute, tut mir leid, ich habe gedacht, die werden höher. Boah, das kam aber richtig geile EP. 160 Poké-Dollar, das war dem sein ganzes Taschengeld. Gibt's hier noch einen Trainer? Wäre cool. Oh, dankeschön. Zwei! Warum zwei? Fuck. Fuck. War das Rubin Saphir auch so, dass hier... Nein, war doch kein Doppelkampf hier in der Arena. Ah gut, Level 8, was mache ich mir hier für Sorgen, Junge? Bleiben wir drin für die EP. Aber dann sind wir noch mehr überlevelt. Ja, komm, wir gehen raus. Nee, Drogo kriegt dann auch wieder einen auf die Mütze. Ja, komm, wir riskieren's. Drogo, falls du jetzt stirbst, sorry, wenn der jetzt irgendwie mit Felswurf oder sonst was auf Doppel geht, dann tut's mir leid. Aber Meryl ist definitiv schneller, also kannst du mich nicht doppeln. Eine Gesteinsattacke müsstest du ja wohl tanken. Nein. So, tschüss. Ja, perfekt. Mach einen Tackle und keine Gesteinsattacke, bitte. Noch keine Crits. Keine Crits. Oh nein, es sind ja noch die alten Sachen. Ist ja gen... Nein. Fuck. Team Sula. Warum? Siehst du irgendwo ein Elektro-Pokémon? Ich habe kein Pikachu. Ich will auch kein Pikachu. Aquaknarre. Vierfach effektiv. Nochmal Aquaknarre. Tschüss. Ratu, Spuck auf dich, ey. Oh, Junge, Junge. Ja, stimmt, hier sieht man Doppelkämpfen gar nicht EP dann von deinem Pokémon. Aber wir hätten einen doppeln sollen, das ist nervig, dass jetzt hier die ganze Reihe ausgewechselt wird. Komm, kill. Weg damit. Will zum Arena-Leiter. Er hat halt, also sie hat halt ein Pokémon, davor habe ich jetzt sogar ein bisschen Panik, aber wir haben zwei Wasser, also Pokémon, die Wasserattacken haben. Es müsste eigentlich klappen, also wir müssten eigentlich nichts verlieren, aber wir wollen es spannend halten. Deswegen wechsle ich jetzt nicht direkt mit dem Wasser-Pokémon ein. Wobei ich nicht weiß, was sie für ein Level hat. Also, die Pokémon von mir. 448 Dollar, okay. Och, hier kann man ja nicht laufen in den Arenen, das ist so nervig. Aber wir sind sogar jetzt dann da, okay. Und los. Hallo, ich bin Felicia, die Leiterin der Arena von Metaros City. Ich wurde Arena-Leiter, um mein Wissen, das ich in der Pokémon-Trainerschule erworben habe, umzusetzen. Pokémon-Trainerschule, Junge. Würdest du mir bitte zeigen, wie du kämpfst und mit welchen Pokémon? Ah, geh direkt los. Okay, los. Hier eskaliert die uralte Musik auch. Erster Arena-Leiter. Drei Pokémon? Level 12. Level 12. Wir machen einen Heuler, um ein bisschen anzuschwächen. Damit wir hier nicht jetzt richtig einen überbekommen. Felsgrab! Nein, nein, nein. Kein Crit, bitte. Oh Gott! Oh shit. Ja, die Beere, die ist jetzt auch egal. Ich will rauswechseln. Oh fuck. Oh fuck. Wir müssen zu Meryl. Ich, meine große Klappe. Steinwurf. Digga, das macht immer noch zu viel Damage. Batz ist weg einfach. Komm, vierfach effektiv. Tschüss.
Wir haben fast den Starter verloren. Ja, Level 14 hin und her. Oh, fuck. Erstmal fast den Starter gekillt, ich fass es nicht. Wir könnten jetzt eigentlich drin bleiben und durch die Arena gehen, aber ich würde gerne diese paar EP mitholen. Aber dann müsste ich ein Pokémon opfern, wenn ich mich gleich wieder heilen will, weil das nächste Pokémon, was sie hat, das wird auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Wir bleiben drin. Gehen auf die Aquaknarre. Das ist vierfach effektiv, er ist direkt weg. Was? 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 Wieso überlebt er denn? Beere kommt. Die hätte ich jetzt am liebsten aber aufbewahrt. Oh, Junge, was ist denn das hier? Tackle. Willst du mich verarschen? Scheiße, nein. Nein, was mache ich? Ich habe mich verdrückt. Tut mir leid. Scheiße. Ist schneller jetzt. Was mache ich jetzt? Wenn er jetzt krittet, ist Merre dann... Aquaknarre, komm. Ja, danke schön. Boah, Glück gehabt. Da muss ich mich gerade zurücklehnen. Puh, Junge, Junge. Das ist doch nicht normal. Mit 1 KP überlebt. Entschuldigung. Da kommt er nämlich. Level 15. Er ist Level 15. Wir machen eine Aquaknarre. Ja, ich weiß es nicht. Ich muss was opfern. Ich muss was opfern. Tankwurm, eine Gesteinsattacke, nie im Leben. Ich muss was opfern, aber ich weiß nicht was. Ich muss Merrill auf jeden Fall heilen. Drogo wird zwar Damage machen, aber ist weg. Flame wird überhaupt kein Damage machen, ist weg. Die zwei kann ich jetzt hier vergessen. Sorry an Lina. Ich gehe zu Wurm. Ich muss mich heilen. Rückentzug. Seht ihr? Gut, dass ich nicht drin geblieben bin. Alter, was kannst du für Attacken? Das ist doch nicht normal. Wo sind meine Tränke? Und dann habe ich mich auch noch verdrückt. Scheiße. Danke. Wurm, tut mir leid. Ich wollte dich entwickeln. Du lieber Himmel. Es war kein Crit, ist auch egal. Ich muss was gucken. Es tut mir leid, Leute. Ich könnte auf den Superschall gehen. Das Ding ist, ich weiß auch... Ich habe jetzt den Trank schon benutzt. Ich darf keinen Trank mehr diesen Kampf benutzen. Rein. Meiner, du musst das jetzt regeln. Du musst das jetzt regeln. Erdner. Nein. Nicht aufsetzen, bitte. Und dann kann er auch noch Rückentzug. Es macht nichts. Es macht einfach nichts. Ich kann keinen Trank be... Nochmal. Fuck. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen still. Ja, tut mir leid. Scheiße, nein. Wir dürfen Mana hier nicht verlieren. Ich brauche Azumarill später. Auch wenn es den Feentypen noch nicht gibt. Ich brauche es. Aber sie hat ihren... Ich habe Trank benutzt. Ich darf auch einen Trank benutzen. Wenn der Arena, also wenn der andere Trainer ein Item benutzt, darf ich es auch benutzen. Siedelbeere. Alter, was ist das für eine Edition? Ist das Original wirklich auch so? Da muss ich nachher mal gucken. Scheiße. Ich bin jetzt baff, Leute. Es tut mir leid. Es wird richtig Crit. Ja. Sie darf uns nicht critten. Nochmal, Aquaknarre. Wir dürfen noch einen Trank extra benutzen, perfekt. Dann wird das jetzt hier ein Stall-Battle. Außer sie crittet uns, dann haben wir ein Problem. Wir brauchen jetzt Crits. Wir brauchen die Crits. Tackle kommt, ist kein Step, ist mir egal. 7 KP, okay. Sie darf nicht critten. Bleiben wir safe, heilen wir jetzt oder bleiben wir so? Wir machen noch eine Aquaknarre. Felsgrab kommt, ah nein, es ist Step, scheiße. Nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist heute los, Leute? Oh Gott. Wir können nicht raus, wir müssen heilen.
2 Tränke. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Tackle kommt, ja? Sie darf uns jetzt nicht kritten. Wir gehen auf die Aquaknarre. Felsgrab kommt, okay. Nein, bitte, bitte, bitte. Gott, 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 Gott. Nein! Nein! Nein, Wasser! Was ist da los? Warum? Warum kriegen wir den Crit jetzt? Fuck! Mann, das tut mir leid. Das war unser MVP, ist tot. Drogo, ich muss gucken, wie viel Edit du hast. Gut, Mana war langsam, aber das Kind ist eh viel langsamer. Drogo, du musst sie jetzt killen. Du musst sie jetzt killen. Du wirst one-shotted sonst. Du musst sie jetzt killen. Aquaknarre, bitte keine Tränke. Perfekt. Wir haben Mana verloren. Nein. Ich habe sie noch nicht mal eine Folge gehabt und sie ist tot. Ich habe sie extra eben gelevelt. Was ist denn das? Da kriegen wir den Crit. Drogo erreicht Level 11 und wir haben gewonnen. Ja, da habe ich aber Halsweh jetzt, Leute. So, ich habe verloren. Es scheint, ich muss noch eine ganze Menge lernen. Ja, ich wohl auch. Ich verstehe schon. Die Regeln der Pokémon-Liga schreiben vor, dass Trainer, die einen Arena-Leiter besiegt haben, dies erhalten. Bitte nimm den offiziellen Pokémon-Liga-Steinorden an. 1500 Pokédollar. Wir haben Meryl verloren. Steff hat den Steinorden von Felicia erhalten. Ich komme nicht klar, klar, wir haben ein Pokémon. Das wollte ich eigentlich nicht. Wir haben 2 Pokémon verloren. Och, Mano. TM39 ist die Felsgrab, glaube ich, ne? Ja, die sparen wir uns mal auf. Die werden wir jetzt nicht benutzen, weil, wie schon erwähnt, kann man halt TMs hier nur einmal benutzen. Wir gehen jetzt auch raus. Wobei, ne, ich glaube, da geht die Story weiter. Ich werde jetzt erstmal die Pokémon sortieren. Wir gucken uns erstmal unseren Orden schön an. Da, wir haben einen Orden. Ah, das hier konnte man noch nichts machen. 8 Stück gibt's, ist klar. Guck mal, Spielzeit schon 2 Stunden 44 Minuten. Leveln hat halt mehr gedauert, als wir überhaupt gespielt haben. Ja, das war richtig knapp. Es tut mir so leid. Die 2 muss ich gleich ablegen, weil besiegte Pokémon sind tot, dürfen nicht mehr benutzt werden. Ja, jetzt haben wir nämlich auch ein richtig dickes Problem beim nächsten Arena-Leiter. Ein richtig, richtig dickes. Ich habe nichts, was da irgendwie was reißen könnte. Also es bleibt spannend, Freunde. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Und ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.